Ich bin Tina. Ich bin der Florian. Und ich bin der Joel. Zusammen sind wir die Founders von 12ahead. 12ahead ist eine Full-Service Digital Agency. Und wir wollen unsere Kunden im ganzen digitalen Bereich unterstützen. 12ahead ist bilderbuchmässig im Keller entstanden. Und zwar haben wir während dem Lockdown unsere Zeit genutzt und so den gemeinsamen Weg für 12ahead geebnet. Während unserer Gründungsphase haben wir zwei Herausforderungen und gleichzeitig aber auch Chancen gesehen. Und zwar haben wir wollen Unternehmen bei der Digitalisierung helfen, aber gleichzeitig auch Arbeitsplätze in der Schweiz schaffen. Mein Name ist Robin Tandler, ich darf für Zürich repräsentieren. Ich bin seit 2013 für die Zürich Versicherung tätig. In meinem täglichen Alltag berate und betreue ich Privatpersonen sowie Unternehmungen, unter anderem mit unserer Paketlösung für KMU-Neugründungen, wo ich Startups mit sehr attraktiven Konditionen behilflich sein darf. Wir von der Zürich haben heute 12ahead zu einem Interview rund um das Thema Versicherungen für Startup begrüßen zu dürfen und gehen im Anschluss näher auf diese Thematik ein. Als Gründer eines Startups sind wir mit tausenden Themen konfrontiert. Unter anderem auch ein vielleicht mühsames, aber wichtiges Thema Versicherungen. Wie sind wir in diesem Bereich vorgegangen? Ja, am Anfang war es sicher ein Informationsdschungel. Wir haben zumindest ich überhaupt kein Wissen über Versicherungen, was man überhaupt braucht. Und darum war das ein sehr schwieriges Thema eigentlich. Man versucht wie immer ein bisschen wegzudrücken. Und das ist so das, was wir irgendwie gemacht haben am Schluss. Ist wirklich, wir hatten schon ein Handelsregister eintrag, aber das Versicherungsthema war nach wie vor nicht geklärt. Irgendwann sind wir an die Situation gekommen, die wir haben müssen. Wann ist das so weit? Das war eigentlich wirklich so weit, kurz bevor wir dann effektiv operativ anfangen zu arbeiten. Nach der Gründung haben wir einfach gewusst, jetzt, bevor wir irgendjemanden einstellen, wollen wir das einfach sauber haben. Ist es für euch ein leidiger Schritt gewesen, sich mit dem Thema Versicherungen auseinanderzusetzen? Ja, leidig würde ich es jetzt nicht sagen. Es ist sicher, also wir haben sicher keine Freudensprünge gemacht am Anfang. Aber ja, es hat dazugehört. Wie sind dann konkret vorgegangen bei der Findung der optimalen Versicherungslösung? Also zuerst haben wir einfach mal eine Offerte von diesem Portal eigentlich bekommen. Zuerst haben wir gedacht, ja, das nehmen wir. Und dann haben wir gemerkt, ja, vielleicht wäre es doch gescheiter, noch ein bisschen vergleichen und schauen, was sonst rum ist. Und ist es überhaupt das, was wir brauchen? Oder wollen die uns zu viel oder sogar zu wenig bieten? Es war schwierig, das herauszukristallisieren oder das zu beschaffen, was passend für euch war. Ich denke, ohne einen Berater oder eigene Vorkenntnis ist es fast nicht möglich, sich ein gutes Paket selber zusammenzustellen, dass es wirklich passt schlussendlich. Habt ihr dann für diese Thematik auch im Vorhinein konkrete Vorstellungen gemacht, was euch wichtig ist oder was das eine Versicherung muss für Anforderungen erfüllen? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, am Anfang vielleicht nicht so ganz, es ist dann aber relativ schnell klar geworden, dass man das muss machen, ja. Wie risikofreudig sind denn in diesem Bereich? Sind jetzt Risiken, die ihr sagt, die gehen wir ein, oder gewisse, die ihr gesagt habt, oh nein, auf keinen Fall? Es ist sicher das Rechtliche und vor allem auch das Personelle wichtig sein. Wie hat denn schlussendlich die Entscheidungsfindung ausgesehen bei euch? Wir haben genau die Informationen nur von dir bekommen, die wir gebraucht haben. Wir haben das Gefühl, ja doch, das passt jetzt und das stimmt, das ist auch kompetent und alles gewesen. Was schätzen Sie denn in diesem Bereich auch besonders an der Zürich oder eurem Ansprechpartner von einer Versicherung? Ja, ausschlaggebend war sicher das Gesamtpaket gewesen. Der ganz digitale Bereich, wo wir auch sehr aktiv sind. Das ist etwas, was ich persönlich mega schätze. Oder? Es sind extrem kurze Wege auch bei euch. Sei jetzt das bei der Versicherungsdienstleistung oder bei eurer Unterstützung für Headstart. Mhm. Es geht einfach immer sehr speditiv. Und das ist etwas, was ich wirklich extrem schätze. Genau, in deiner Tätigkeit für 12ahead sitzt du einmal an meiner Position. Ich durfte heute eher mit dir die Rolle zu täuschen. Du bist sonst der Moderator. Erzähl doch mehr darüber. Was machst du dort? Genau, das ist so. Wir haben mit Headstart eigentlich ein
Format aufgebaut, wo wir junge Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg ein bisschen unterstützen wollen. Also sie können zu uns in die Sendung kommen und dort ihr Produkt, ihre Marken eigentlich einem breiteren Publikum vorstellen. Und liebes Publikum, ich durfte auch schon die Erfahrung machen, an einem Podcast, an einem Interview von 12 Head mitzuhören. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf die Glocke, abonniert und teilt die Interview und die Plattform. Es lohnt sich.